Hallo und herzlich willkommen hier auf Die Meris, dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Und heute zeigen wir mal euch andere süße Meerschweinchen. Es sind nicht wir. Ich weiß, das ist kaum auszuhalten, aber ihr werdet das mal ein Video überstehen. Und zwar, ihr kennt sie alle, zumindest wenn ihr aufmerksam die Videos guckt, die Schweinwohner. Hehe, ich habe Schweinwohner gesagt, nicht Schweinewohner, wie Chan immer sagt, der Vollpfosten. Und da wir ja gerade keine neuen Meerschweinchen bekommen, also zumindest erst bis nach dem Umzug, aber die Schweinwohner zwei neue Babys bekommen haben, haben wir gedacht, das müssen wir euch mitteilen. Also hier viel Spaß mit diesem Video. Als die Züchterin von Stöpsel und Sushi mir mitgeteilt hat, dass sie ihre Zucht aufgeben wird, habe ich direkt mit meinem Freund gesprochen, weil wir eigentlich unbedingt nochmal ein US-Teddy von ihr haben wollten. Eigentlich erst nächstes oder übernächstes Jahr, je nachdem wann wir umziehen werden, das steht leider noch nicht fest. Aber wie es der Zufall jetzt so wollte, hieß es auf einmal jetzt oder nie. Also haben mein Freund und ich uns angeguckt und gesagt, okay, dann jetzt. Da wir dann natürlich das Gehege vergrößern mussten, haben wir erst einmal unser Wohnzimmer ausgemessen und geschaut, wie wir die Möbel umstellen können, wie viel Platz wir dadurch neu schaffen können. Ja, dann haben wir das DVD-Regal umgestellt und haben nach links angebaut, wird man sicher sehen. Haben wir neue Babys, Miel? Haben wir neue Babys? Geh mal gucken. Geh doch mal zu den Babys. Und dann war es soweit. Über Videochat hatte die Züchterin mir dann zeigen können, welche Tiere sie zur Abgabe hat. Und eins war schöner als das andere. Es gab 8 US-Teddy-Weibchen zur Auswahl. Ja, zwischen 2 konnten mein Freund und ich uns einfach nicht entscheiden. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen einfach beide. Platz genug ist. Und von daher, ja, sind jetzt Hummel und Primel eingezogen. Hummel ist ein US-Teddy-Weibchen in Schwarz-Buff-Weiß. Sie ist am 10.01.2020 geboren und sie ist die Halbschwester von Primel. Primel, so ist der Name von dem anderen Baby, sie ist Schwarz-Rot-Weiß und am 13.01.2020 geboren. Also 3 Tage jünger als Hummel. Und warum sie Halbschwestern sind, liegt daran, dass sie den gleichen Vater haben. Andere Mütter, daher auch die unterschiedlichen Farben, aber eben den gleichen Vater. Sie kamen mit 6 bis 7 Wochen zu uns, waren leider stark von Pilz befallen, da die Züchterin kurz zuvor auch umgezogen war und die Babys das nicht so gut verkraftet haben wie die älteren Tiere. Daher wurden sie bereits bei der Züchterin schon behandelt, sodass ich sie abholen konnte, aber habe mich dann entschlossen, sie erstmal eine Woche noch von meinen Tieren getrennt zu halten, damit sie sich nicht anstecken, und habe sie weiter behandelt. So saßen also die beiden Babys eine Woche lang zu zweit zusammen und mussten auch erstmal ihren neuen Rang klären. Es sah zunächst so aus, als hätte Hummel die Hosen an. Sie hat das Haus sehr für sich beansprucht und Primel durfte nicht immer dabei bleiben. Es wurde auch so geregelt, dass Hummel schneller ans Essen durfte als Primel. Nach einer Woche circa haben wir dann die große Vergesellschaftung gestartet und es stellte sich heraus, dass Primel innerhalb der großen Gruppe die mutigere war als Hummel. Das war für uns sehr irritierend, aber deswegen lasst euch gesagt sein, die Charaktere der Meerschweinchen sind immer sehr unterschiedlich und es gibt auch immer wieder Überraschungen mitzuerleben.
Mittlerweile ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen und die beiden haben sich sehr gut bei uns eingelebt. Es gab keine großen Streitereien, auch mit den 4-Uhr-Schweinwohnern nicht, sodass wir echt sagen können, es war die beste Entscheidung, dass wir direkt 2 Babys genommen haben. Die beiden können gut zusammen spielen, sie können von den Großen was lernen und sie lernen erstaunlich schnell sowohl die sinnvollen guten Sachen als auch, wie man besonders viel Quatsch macht. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, also von den Schweinwohnern in einem Monat ein Update-Video dazu, dann Daumen rauf und vergesst nicht zu abonnieren. Und nächste Woche geht es wie gewohnt weiter mit den regulären Meerschweinchen, also uns. Am Freitag kam ein Bonus-Video raus. Wenn du das noch nicht gesehen hast, nachholen. Genauso wie den neuen Apple War, also die Fun Facts, heute rausgekommen. Viel Spaß beim Gucken und bis dann, ihr Sackfalten.